Wer von euch kennt heute noch die blonde Rosi? Eine der berühmtesten Persönlichkeiten der späten 50er Jahre. Damals war Rosemarie Nitribitz eine regelrechte Legende. Doch heute erinnern sich nur noch wenige Menschen an ihren Namen. Einst aus bescheidenen Verhältnissen stammend, hat Rosemarie sich bis in die höchsten Kreise vorgearbeitet und die Gesellschaft im positiven wie im negativen Sinne bezirrt. Berühmtheit hat sie jedoch nicht aufgrund ihrer Schönheit oder ihrer Skandale erlangt, sondern weil sie das Opfer des wohl rätselhaftesten Mordes der deutschen Kriminalgeschichte ist. Maria Rosalia Auguste Nitribitz, besser bekannt als Rosemarie Nitribitz, wurde am 1. Februar 1933 in Ratingen, Düsseldorf geboren. Ihre Mutter ist damals 18 Jahre alt und unverheiratet. In den 30er Jahren Grund genug für einen Skandal, über den man hinter vorgehaltener Hand spricht. Ihren Vater, ein Arbeiter aus Düsseldorf, hat Rosemarie wahrscheinlich nie kennengelernt. Er weigert sich, Unterhalt zu zahlen, weil er, wie er dem zuständigen Vormundschaftsgericht mitgeteilt hat, 5 eheliche Kinder zu versorgen habe. In den nächsten Jahren sind Rosemaries jüngere Geschwister Irmgard und Lieselotte auf die Welt gekommen. Sie alle haben verschiedene Väter. Kein guter Start für eine friedliche Kindheit im konservativen Deutschland. Da das Jugendamt Rosemaries Mutter aufgrund ihrer Tätigkeit als Prostituierte für geistesschwach erklärt hat, sind die Töchter wegen Vernachlässigung in ein Kinderheim bei Aachen geschickt worden. Rosemarie hat dort jedoch nur ein Jahr verbracht und ist im Frühjahr 1939 bei einer Pflegefamilie in Niedermending bei Main in der Eifel untergekommen. Niedermending war ein kleines katholisches Dorf zwischen Koblenz und Köln. Damals lebten dort nur knapp 3000 Menschen. Landwirtschaft, Steinbrüche, Brauereien und das nahegelegene Kloster Maria Lach haben in den 30er Jahren den Lebensmittelpunkt der Dorfbewohner dargestellt. Rosemaries Pflegevater, Nikolaus Elsen, von Beruf Flurschütze, ist damals 69 Jahre alt. Seine Frau Anna-Maria etwa 20 Jahre jünger. Das kleine Haus, in dem die Familie lebt, liegt auf der alten Kirchhofstraße. Den meisten Quellen nach ist das Ehepaar Elsen zwar arm, aber sehr liebevoll zu Rosemarie gewesen. In der Fürsorgeakte des Amtsgerichts Main ist unter dem Datum vom 7. August 1947 vermerkt worden, dass Rosemarie seit ihrer Ankunft in Niedermending ein eigenes kleines Zimmer bewohnt habe, was in der armen bäuerlichen Bevölkerung zu dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Zunächst scheint das Zusammenleben gut verlaufen zu sein, doch schon bald hat Rosemarie sich durch ihre Schlagfertigkeit und ihre mangelnde Bereitschaft, sich unterzuordnen, einen schlechten Ruf verschafft. Als der Pfarrer sie während des Kommunionsunterrichts zurechtweisen wollte, habe sie ihm mitten in der Dorfkirche gedroht, zurückzuschlagen, wenn er sie anfasst. Im Jahr 1944, als Rosemarie 11 Jahre alt geworden ist, passierte etwas, das ihr Leben drastisch verändert. Rosemarie ist von einem 18-jährigen Nachbarsjungen vergewaltigt worden. Obwohl der Übergriff nicht unbemerkt geblieben ist, hat keiner der Zeugen es für nötig gehalten, den Täter bei der Polizei anzuzeigen. Sein Name ist der Öffentlichkeit nie bekannt gegeben worden, da er ein in Anführungszeichen geschätztes Mitglied der Gemeinschaft war. Das Jugendamt der Kreisverwaltung Main will später nichts davon gewusst und erklärt haben, dass sich das tadellose Verhalten des Mädchens erst mit der Ankunft der Besatzungstruppen schlagartig verändert habe. Seit diesem Vorfall war Rosemaries Verhältnis zu Männern sowie zu ihrer Sexualität stark beeinträchtigt worden. In den nächsten 2 Jahren hat sie sich der Prostitution hingegeben und ihren Körper gewinnbringend verkauft. Rosemaries Jugend hat sich direkt in der Nachkriegszeit abgespielt. Neben den üblichen Freiern haben auch französische Besatzungssoldaten zu ihrem Klientel gezählt. Da sich der Militärflugplatz in der Nähe befunden hat, ist Prostitution in der Region ein lukratives Geschäft. Rosemarie hat im Gegenzug für den Geschlechtsverkehr Geld und Naturalien erhalten. Eine Lebensweise, die sie bis ins Erwachsenenalter beibehalten hat. Rosemaries Aktivitäten sind in einem Dorf mit 3000 Einwohnern vor ihren Pflegeeltern natürlich nicht verborgen geblieben. In der Schule hat das Mädchen damit geprahlt, jeden Tag im Bett eines anderen Soldaten zu liegen.
Im Alter von 14 Jahren wurde Rosemarie schwanger und musste abtreiben. Bei der Abtreibung wäre sie beinahe gestorben. Eigentlich sollte man denken, dass sie danach ihren Lebensstil geändert oder zumindest überdacht hat. Aber Rosemarie hat einfach so weitergemacht wie vorher. Ihre Pflegeeltern und Lehrer wussten nicht mehr weiter und haben sich deswegen an das Kreisjugendamt in Mayen gewendet und um Hilfe gebeten. Das Kind sei durch die Handlung der unehelichen Mutter stark erblich belastet, hieß es damals. Rosemarie sei moralisch hochgradig gefährdet, wenn nicht sogar schon weitgehend verkommen, und habe durch ihre nächtlichen Eskapaden das Wohl ihrer Mitschüler beeinträchtigt. Am 22. August 1947 hat das Amtsgericht Mayen die Unterbringung von Rosemarie in einem Fürsorgeheim angeordnet, wo sie als geistesschwach eingestuft worden ist, weil sie sich Autoritätspersonen nicht unterordnen wollte. Dort hat man sie versucht, durch körperliche Gewalt dazu zu bekommen. Aber auch das brachte nichts. Rosemarie blieb stark und änderte nichts an ihrem Verhalten Autoritäten gegenüber. Um weiterhin ihre Freiheit genießen zu können, ist Rosemarie schließlich nach Frankfurt am Main geflohen und untergetaucht. Immer wieder hat sie versucht, dem Amtsgericht zu entkommen, ist aber mehrmals aufgegriffen und in einer Erziehungsanstalt untergebracht worden. Im Jahr 1950 scheint sich Rosemaries Situation ein wenig verbessert zu haben, als sie eine Stelle als Dienstmädchen und Aushilfskellnerin in einem Café in Andernach angenommen hat. In einem Schreiben des Kreisjugendamtes Mayen hieß es, dass es keinen Grund zur Beanstandung gegeben habe und man mit Rosemaries Leistung mehr als zufrieden gewesen sei. Dieser Lebensstil hat sich jedoch nicht lange bewährt, denn schon ein Jahr später ist Rosemarie erneut nach Frankfurt umgezogen, weil sie nicht länger als Putzfrau und Kellnerin arbeiten wollte. Kurz nach ihrer Ankunft ist sie jedoch wieder negativ bei der Polizei aufgefallen und zurück in ein Heim gebracht worden. Und das ging dann immer so weiter, ein Hin und Her, bis Rosemarie im März 1951 bei den Besitzern einer Hühnerfarm in Mayen als Hausangestellte anfing zu arbeiten. Doch auch diese neue Beschäftigung hat sie nicht davon abgehalten, sich am Frankfurter Hauptbahnhof herumzutreiben. Erst im August desselben Jahres ist sie wegen Landstreichereien zu 3 Wochen Gefängnis verurteilt worden, die sie in der Jugendstrafanstalt Frankfurt-Preungesheim abgesessen hat. So mancher möchte meinen, dass diese Strafe für Rosemarie eine Lehre gewesen sein könnte. Doch die Jugendliche hat sich nicht beirren lassen und ihre frivole Art unbeeindruckt fortgesetzt. Kaum ist sie wieder auf freiem Fuß gewesen, hat sie begonnen, ihr Geld als Animierdame und Prostituierte zu verdienen. Rosemaries Treiben ist natürlich nicht lange unbemerkt geblieben. Allerdings haben sich dieses Mal die Heime geweigert, die inzwischen 19-jährige Ausreißerin wieder aufzunehmen. So ist Rosemarie, obwohl man zur damaligen Zeit erst mit 21 volljährig war, frühzeitig als volljährig erklärt und in der Arbeitsanstalt Brauweiler untergebracht worden, wo sie bis 1953 unter anderem Tüten geklebt und in der Weberei gearbeitet hat. Im Sommer 1954 hat Rosemarie laut dem Buchautor Dieter Wunderlich den 60-jährigen türkischen Unternehmer Moses Natos kennengelernt. Dieser ist zwar eigentlich verheiratet gewesen, hat sich aber dennoch auf eine Beziehung mit der blonden Schönheit eingelassen. Nachdem Rosemarie bei einem Ausflug im Dezember 1954 sein Auto zu Bruch gefahren hat, hat er ihr einen neuen Opel Kapitän geschenkt, der später gegen den legendären schwarz lackierten Mercedes 190 SL mit roter Lederpolsterung eingetauscht wurde. Bis 1955 hat Rosemarie dank ihres Gönners ein Leben in Saus und Braus führen können. Doch während eines gemeinsamen Urlaubes in Sanremo ist Moses Natos plötzlich einem Herzinfarkt erlegen. Aus Angst, wieder in Armut leben zu müssen, hat Rosemarie darauf begonnen, Englisch- und Französischkurse zu besuchen. Außerdem hat sie sich für Jobs als Mannequin und Model beworben, allerdings keinen nennenswerten Erfolg verbuchen können. Grund für die Absagen sind laut Agenturen Rosemaries starker Dialekt sowie ihre trotz Teilnahme an Benehmkursen mangelhaften Umgangsformen gewesen. Dennoch hat Rosemarie ihren Traum von Reichtum und Luxus nicht aufgeben wollen. Entsprechend erfolgsorientiert hat sie begonnen, ihre sozialen Kontakte und Kunden nach gesellschaftlichem Status und Einkommen auszusuchen und hat sich als sogenannte Edelhure stilisieren lassen. Um gewinnbringende Beziehungen zu knüpfen, hat sie sich von Nobelhotels wie dem Frankfurter Hof herumgetrieben und ihren Charme spielen lassen. Rosemarie hat genau gewusst, wie sie die Aufmerksamkeit der Männer auf sich ziehen konnte. Autoradios laut aufdrehen, auffällig mit der Lichthupe blinken oder eine Panne vortäuschen. Ihre Versuche, Kontakte zu knüpfen, waren sehr kreativ.
und ihre Kreativität sollte schneller als erwartet Früchte tragen. Schon bald war sie eine der reichsten Frauen Deutschlands. Daraufhin ist sie in die Stiftstraße gezogen, damals ein teures Nobelviertel, und hat sich die neueste und teuerste Mode gekauft. Teure Mercedes, feine Pelzmäntel, hochwertiger Schmuck und Diamanten sind zu ihrem Markenzeichen geworden. Wer den Codenamen Rebecca in die Gegensprechanlage geflüstert hat, hat als exklusiver Gast Zugang zu ihrer Wohnung erhalten. Im Telefonbuch hat sie sich als Mannequin betitelt. Ein Traumberuf, den sie nie hat erreichen können. In dieser Zeit hat sie auch ihren Freund Heinz-Christian Pohlmann kennengelernt, der später zum Kreis der Verdächtigen zählt. Am 29. Oktober 1957 hat die 24-jährige Rosemarie Nitribitt einen Telefonanruf erhalten, wonach ihr Fahrzeug, das in der Nacht wegen eines Motorschadens in die Werkstatt gebracht werden musste, am Abend abgeholt werden könne. Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr hat Rosemarie ihren letzten Freier empfangen und zwischen 16 und 16.30 Uhr in einer Metzgerei ein Pfund Kalbsleber für ihren Pudel gekauft. Danach hätte sie ihren Wagen abholen sollen. Doch bei der Werkstatt ist sie nie erschienen. Für Rosemarie, die ihre Kundschaft mit dem Auto angehalten hat, ist das Fahrzeug für ihren Beruf essentiell gewesen. Es ist also äußerst verdächtig, dass sie den Termin nicht wahrgenommen hat. Dennoch ist ihr Verschwinden bis zum 1. November vorerst unbemerkt geblieben. Erst als der 47-jährigen Haushälterin Erna Krüger aufgefallen ist, dass seit mehreren Tagen Tüten mit Frühstücksbrötchen vor der Wohnungstür ihrer Arbeitgeberin gelegen haben, ist die Polizei verständigt worden. Zur Untersuchung des Falles sind die beiden Beamten Heinz Möller und Heinz Gouvernator gegen 17.30 Uhr in Rosemaries Wohnung in der Stiftstraße 36 erschienen und haben die Tür von einem Schlüsseldienst öffnen lassen. Dabei haben sie festgestellt, dass die Tür jedoch nicht abgeschlossen, sondern nur zugezogen war. In der Küche stand ein Topf mit Reisbrei auf dem Herd. Der Pudel namens Joey war im Schlafzimmer eingesperrt. Die Tür zum Bad stand offen und an der Wand stand ein Rohrstock. Die Beamten gingen weiter ins Wohnzimmer. Dort offenbarte sich ihnen ein Schrecken. Rosemarie, die dafür bekannt war, die Herzen der bedeutendsten Persönlichkeiten gebrochen zu haben, liegt regungslos vor der Couch. Das rechte Bein angewinkelt und auf einem Sitzkissen abgelegt. Ihr Gesicht ist blutverkrustet und aufgedunsen. Fliegenlarven kriechen aus ihren Nasenlöchern. Unter ihrem Kopf liegt ein rosafarbenes Frottee-Handtuch, fast so, als hätte jemand versucht, die Blutung zu stillen. Die Heizung lief schon mehrere Tage auf Hochtouren. Deswegen war der Verwesungsgeruch fast nicht auszuhalten und die Beamten rissen sofort die Fenster auf. Retrospektiv war das ein fataler Fehler, denn dadurch veränderte sich die Raumtemperatur und die Gerichtsmedizin konnte den Todeszeitpunkt nicht mehr ermitteln. Was den Beamten sofort auffiel, war, dass einige Dinge auf dem Boden lagen. So ist zum Beispiel das Telefon von der Kommode gefallen und ein Aschenbecher lag zerbrochen auf dem Boden. Es scheint auf den ersten Blick so, als wollte Rosemarie jemanden anrufen und hat gerade zum Telefonhörer gegriffen, als es zu einem Handgemenge kam, bei dem der Aschenbecher zu Bruch ging. Rosemarie hatte eine 1 cm große Wunde am Kopf. Das war aber nicht die Todesursache. Die Todesursache war Strangulation. Sie hatte Würgemale am Hals und Fingernagelabdrücke oberhalb des Kehlkopfes. Außerdem hatte sie Schürfwunden auf der Stirn. Und auf dem Sofabezug wurden Abdrücke gefunden, durch die man rekonstruieren konnte, dass sie mit dem Gesicht nach unten in das Kissen gedrückt, von hinten umklammert und erwürgt worden ist. Während der Ermittlung stellt sich heraus, dass Rosemarie einen großen Teil ihres Einkommens schwarz verdient und in ihrer Wohnung aufbewahrt hat. Schätzungsweise 20.000 D-Mark hätten aufgefunden werden sollen. Doch es wurden nur 1.250 D-Mark gefunden. Vom restlichen Geld fehlte jede Spur. Die Beamten stellten auch ein Grundig-Tonbandgerät sicher. Die Aufnahmetaste wurde eingeschaltet, anscheinend bevor der Täter die Wohnung betreten hat.
So konnte man hören, wie Rosemarie jemanden an der Eingangstür begrüßt und ihm einen Cognac anbietet. Dann ruft sie einige Male: "Lassen Sie mich los!" Danach bricht die Aufnahme ab. Sind das etwa die letzten Worte Rosemaries, bevor sie umgebracht wurde? Und hat der Täter bemerkt, dass das Gerät läuft, es ausgeschaltet und vielleicht einige Passagen auf dem Band gelöscht, um Spuren zu verwischen? Oder war es vielleicht nur die Aufzeichnung eines Rollenspiels? Ob auf diesem Band die letzten Minuten Rosemaries zu hören sind, konnte nie bestätigt werden. Am 11. November wurde Rosemarie auf dem Nordfriedhof in Düsseldorf beigesetzt. Den in der Gerichtsmedizin abgetrennten Kopf hat die Staatsanwaltschaft jedoch nicht freigegeben, da er für weitere Untersuchungen aufbewahrt werden sollte. Erst nach 50 Jahren, im Jahr 2008, wird auch der Schädel von Rosemarie endlich begraben. Die patriarchalische Gesellschaft der 50er Jahre hat das Image von Rosemarie stark geprägt. Frauen, die offenherzig waren und abends ausgingen, haben damals als verrucht gegolten. Dementsprechend ist Rosemarie von den Ermittlern in ein negatives Licht gerückt und als verführerische, aber auch lasterhafte junge Frau abgestempelt worden, die sich mit ihrem Verhalten nicht viele Freunde gemacht hat. Diese Meinung ist durch die Biografie des ehemaligen Rennfahrers Fritz Huschke von Hahnstein unterstrichen worden, der ein Kunde von Rosemarie war und behauptet hat, dass sie einige ihrer Freier erpresst habe, indem sie ihnen gedroht habe, ihre Identität preiszugeben, wenn sie nicht zahlen würden. Außerdem habe sie oft gelogen und eine Schwangerschaft vorgetäuscht. Ihre Freundinnen habe sie schikaniert und homosexuellen Kontakten zum Scherz die Liebhaber ausgespannt. Die Neuigkeiten über den Mord an der blonden Rosi hat sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Ursprünglich nur in Frankfurt bekannt, ist Rosemarie durch die Medien über Nacht zu einer Berühmtheit geworden. Hier ist der Hessische Rundfunk mit dem ersten Programm. In ihrer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist heute Nachmittag gegen 17 Uhr das 24-jährige Mannequin Rosemarie Nitribit tot aufgefunden worden. Das Mädchen ist vermutlich ermordet worden. Interessiert und zugleich fasziniert haben die Leserinnen und Leser verfolgt, zu welchem Reichtum Rosemarie durch ihren amoralischen Lebensstandard gekommen ist. Besondere Aufmerksamkeit hat Rosemaries ledergebundenes Notizbuch erhalten, in dem mehr als 60 Namen von Verdächtigen niedergeschrieben wurden. Dieses Notizbuch ist für die Ermittler ein Leitfaden geworden, der sie durch die Kontaktlandschaft der Edelprostituierten geleitet hat. Selbst auf internationaler Ebene hat Rosemarie verkehrt. Denn auch griechische Generäle, amerikanische Flugkapitäne und britische Handelsvertreter haben sie laut Notizbuch regelmäßig besucht. Der Kreis der Verdächtigen ist groß und die Polizei mit ihrer Arbeit überfordert gewesen. Einer der Männer aus dem Notizbuch war Harald von Bohlen und Halbach, der jüngere Bruder des deutschen Industriellen Alfred Krupp aus Essen. Durch den Verkauf von Stahl hatte sich die Familie Krupp in ganz Deutschland einen Namen gemacht und war zu einer der reichsten Familien ihrer Zeit aufgestiegen. Krupp-Sprössling Harald von Bohlen ist bekannt dafür gewesen, in seiner riesigen Villa extravagante Partys zu veranstalten, zu denen auch Rosemarie eingeladen wurde. Im Laufe der Ermittlung hat sich herausgestellt, dass Harald nicht nur ein konventioneller Freier gewesen ist, sondern offenbar eine Liebesaffäre mit Rosemarie hatte. Mehr als ein halbes Jahr lang hat er ihr regelmäßig Briefe und Postkarten geschickt, in denen er ihr mit Kosenamen wie "Mein liebes Rehlein" seine Liebe gestanden hat. Er hat ihre Möbel gekauft, Bilder aufgehängt und sie alle 2 Wochen besucht. Daraus wird deutlich, dass Harald in Rosemarie mehr als nur eine Prostituierte gesehen hat. Es stellt sich daher die Frage, ob er sie vielleicht aus Eifersucht getötet haben könnte. Neben den Geschenken, die Harald ihr gemacht hat, hat die Polizei in Rosemaries Wohnung auch eine Weinflasche mit einer Krupp-Signatur gefunden. Auf dieser Flasche konnten seine Spuren nachgewiesen werden. Wäre ein Mann wie Harald von Bohlen jedoch zu einer solchen Tat fähig gewesen? Seine Mitmenschen haben berichtet, dass er ein freundlicher, hilfsbereiter und vertrauenswürdiger Mann gewesen sei, dem man eine solche Gewalttat nicht zugetraut hätte. Aus Gesprächen, die Rosemarie mit ihren Freunden geführt haben will, ist hervorgegangen, dass die junge Frau durchaus in Erwägung gezogen hat, Harald irgendwann zu heiraten.
Ein Traum, der nie in Erfüllung gehen sollte, da Haralds gesellschaftliches Ansehen dadurch beschädigt worden wäre. Harald soll zu ihr gesagt haben, eine solche Ehe wäre nur auf dem Mond möglich. Die Polizei ist Harald von Bohlen aufgrund seines prominenten Hintergrunds sehr entgegengekommen. So hatte er das Polizeipräsidium an einem Sonntag durch den Hintereingang aufsuchen dürfen, um Journalisten zu entkommen. Es ist klar ersichtlich, dass die Beamten beauftragt wurden, die wohlhabenden Verdächtigen so unauffällig wie möglich zu befragen. Harald von Bohlen ist im Laufe der Ermittlungen allerdings schnell ausgeschlossen worden. Da die Polizei davon ausging, dass das Motiv keine Eifersucht oder Liebe war, sondern Geldgier und Raub. Rosemarie hat Unmengen an Geld verdient, umgerechnet 500.000 Euro im Jahr. Ihr Einkommen hat sie in bar verwaltet und ihr Bankschließfach 2 Monate vor ihrem Tod zum letzten Mal aufgesucht. Außerdem sind keine Einzahlungen auf ihr Konto eingegangen. Deshalb ging die Polizei davon aus, dass sich in ihrer Wohnung etwa 20.000 Mark befunden haben müssen. Allerdings sind, wie ich zu Beginn erwähnt habe, nur 1.250 D-Mark gefunden worden. Das schließt einen wohlhabenden Täter aus. Zumindest wahrscheinlich. Ein Verdächtiger, der aufgrund dieser Annahme ins Visier der Beamten geraten ist, war Heinz Christian Pohlmann, ein Freund Rosemaries, der als Handelsvertreter zwar gutes Geld verdient hat, allerdings chronisch knapp bei Kasse war. Seit 1955 sind er und Rosemarie oft zusammen gesehen worden, obwohl die Beziehung eher ein Zwecksbündnis gewesen zu sein scheint. Heinz hat ihr im Haushalt geholfen, ist mit dem Hund Gassi gegangen und hat auf Rosemarie aufgepasst, wenn ihr Terminkalender einen eher unangenehmen Freier vorhergesagt hat. Für ihn wiederum ist Rosemaries Gesellschaft sowas wie Prestige gewesen, mit dem er sich in der Öffentlichkeit brüstete. Er hat zugegeben, Rosemarie als Alibi-Ehefrau benutzt zu haben, da er ein sogenannter 175er war. Benannt nach dem Paragraphen, der den Geschlechtsverkehr zwischen Männern unter Strafe gestellt hat. Bei der Polizei ist Heinz Christian Pohlmann kein Unbekannter gewesen, denn wegen seiner Homosexualität war er immer wieder Ziel polizeilicher Angriffe, die er durch seine Beziehung zu Rosemarie versucht hat zu vereiteln. Außerdem ist er bereits mehrfach wegen Betrugs, Diebstahls und Urkundenfälschung verurteilt worden. Heinz hatte 21.000 D-Mark Schulden, die er kurz nach Rosemaries Tod abbezahlen konnte. Ein Zufall? Als er dazu befragt wurde, hat er gesagt, dass er das Geld von Verwandten erhalten habe und den Gläubigern sein Erspartes vorenthalten wollte. Das sind jetzt nicht wirklich glaubwürdige Argumente. Am 2. November hat Heinz Christian Pohlmann das Polizeipräsidium aufgesucht, um den Beamten mitzuteilen, dass er Rosemarie noch an ihrem Todestag besucht habe. Laut eigener Aussage sei er um 13 Uhr bei seiner Freundin erschienen. Eine Stunde darauf sei die Haushälterin Erna Krüger zu Besuch gekommen. Die beiden Frauen hätten sich gestritten, woraufhin Rosemar ihre Bekannte aus der Wohnung geworfen habe. Als ein Freier gegen 14.45 Uhr an der Tür geklingelt habe, habe Heinz die Wohnung verlassen. Rosemaries Kunde wird gegenüber der Polizei übrigens später erwähnen, dass er, nachdem er auf eigenen Wunsch hin mit dem Rohrstock versohlt wurde, um 15.30 Uhr eine letzte Zigarette geraucht habe, während Rosemarie den Reisbrei aß, den Heinz in der Küche für sie zubereitet hatte. Diese Information scheint zunächst unwichtig zu sein, ist aber, wie ich später noch erwähnen werde, ein wichtiger Bestandteil der Ermittlungen gewesen. Anhand aller Zeugenaussagen und Indizien rekonstruierte die Polizei Rosemaries Tag wie folgt. Gegen 16 Uhr ist Rosemarie zum benachbarten Metzger gegangen, um Fleisch für ihren Pudel zu kaufen. Eine Stunde später ist sie, wie wir wissen, in der Autowerkstatt verabredet gewesen, dort aber nie angekommen. Ein Hinweis auf ihren möglichen Todeszeitpunkt hat ihr Mageninhalt, der Reisbrei geben können. Nach Berechnung der Magenverweildauer von etwa 1,5 Stunden ist man davon ausgegangen, dass Rosemarie in einem Zeitfenster zwischen 16.15 Uhr und 17 Uhr gestorben sein muss. Heinz Christian Pohlmann hat bei der Polizei angegeben, dass er nach dem Besuch bei Rosemarie direkt in seine Wohnung zurückgekehrt sei. Dort habe er um 15 Uhr erst seine Nachbarin besichtigt und anschließend ein Bad genommen. Um 17 Uhr will er mit seinem Lebensgefährten telefoniert haben. Abends will er in einigen Bars gewesen sein. Allerdings gibt es keine Zeugen bis 17.30 Uhr, die seine Aussagen hätten bestätigen können. Es ist daher nicht bekannt, was Heinz zwischen 16 und 17.20 Uhr gemacht hat. Nachforschungen haben ergeben, dass er von seiner Wohnung aus mit dem Auto zu Rosemarie in die Stiftstraße eine knappe Viertelstunde gebraucht hätte. Er hätte also genug Zeit gehabt, um einen Mord zu begehen.
Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei eine Hose von Heinz-Christian Pohlmann beschlagnahmt, die er an jenem Tag noch zur Reinigung gebracht hatte. Auf dem Knie sind dunkelrote Flecken gefunden worden, die entweder Rost oder Blut hätten sein können. Wegen der Reinigung hat man jedoch nicht mehr bestimmen können, um welche Substanz es sich gehandelt hat. Dennoch ist Heinz Pohlmann vorerst für 10 Monate in Untersuchungshaft gekommen. Im Dezember 1958 jedoch wieder freigelassen worden, da das Landgericht Frankfurt keinen dringenden Tatverdacht gesehen hat. Kaum hat Pohlmann seine Freiheit zurückerlangt, hat er sich an die Presse gewendet und der Zeitschrift Quick für 18.000 D-Mark seine Sicht der Dinge verkauft. Doch Pohlmann hat sich nicht allein mit dieser Zusammenarbeit zufrieden gegeben und die Chance auf einen größeren finanziellen Erlös gewittert. Gemeinsam mit seinem Anwalt hat er Rosemaries ehemaligen Geliebten Harald von Bohlen erpresst und gedroht, dessen Beziehung publik zu machen, wenn er kein Schweigegeld zahle. Die Essener Firma ist den Anforderungen daraufhin nachgekommen und hat Pohlmann in einem Geheimvertrag 250.000 Mark zugesichert. Zwei Jahre lang hat die Kriminalpolizei weiterhin gegen Heinz-Christian Pohlmann ermittelt, bis am 20. Juni 1960 der Mordprozess gegen ihn ins Rollen gebracht wurde. Der Angeklagte hat jedoch im Beisein seines Anwalts Alfred Seidel, späterer bayerischer Innenminister 1977, vehement seine Unschuld beteuert. Obwohl die Polizei überzeugt gewesen ist, dass der richtige Mann auf der Anklagebank gesessen hat, ist Pohlmann freigesprochen worden. Das Gericht ist zwar der Meinung gewesen, dass er sich Rosemaries Geld angeeignet hat, den Mord hat es ihm allerdings nicht nachweisen können, da die Ergebnisse der Ermittlungen nicht überzeugend waren. Grund für die dünne Beweislage sind zahlreiche Fehler gewesen, die die Polizei noch während der Ermittlungen gemacht hat. Wir erinnern uns daran, dass die beiden Beamten sofort das Fenster zum Lüften geöffnet haben, wodurch die Gerichtsmedizin den genauen Todeszeitpunkt nicht mehr hat bestimmen und nur durch die Untersuchung des Mageninhalts einen Tathergang hat rekonstruieren können. Zwischen der Entdeckung der Leiche und dem Beginn der Spurensicherung haben bis zu 27 Ermittler, Journalisten und Reporter die Wohnung betreten, Unordnung gemacht und unkontrolliert Zigarettenstummel aus dem Fenster geworfen. Außerdem sind Geschenke von Kunden sowie gemeinsam aufgenommene Fotos verschwunden. Pohlmanns Freilassung ist für die Ermittler eine große Enttäuschung gewesen und hat ihnen wohl den Willen genommen, weiterhin an dem Fall zu arbeiten. Andere Hauptverdächtige hat es für die Polizei nicht gegeben. Und so ist Rosemaries Tod bis heute ungesühnt geblieben. Viele Zweifler sind im Gegensatz zu der Polizei der Meinung gewesen, dass Pohlmann keinen Grund gehabt hätte, Rosemarie zu ermorden. Schließlich habe er sich oft Geld von ihr geliehen und sie als Alibi-Ehefrau eingesetzt. Doch wer, wenn nicht Heinz-Christian Pohlmann, hätte sonst als Täter in Frage kommen können? Einige Journalisten und Ermittler haben die Vermutung geäußert, dass die Haushälterin Erna Krüger eine Rolle bei der Ermordung von Rosemarie gespielt haben könnte. Sie weisen darauf hin, dass Rosemarie und Erna sich zerstritten hatten, weil letztere beim Putzen eine Vase zerbrochen habe. Rosemarie habe die Angestellte außerdem des Diebstahls beschuldigt. Für eine alleinerziehende Mutter wie Erna, die in ärmlichen Verhältnissen gelebt hat und von ihrer Arbeit abhängig gewesen ist, sei dies eine schwierige Situation gewesen. Ihr Alibi für die Tatzeit war schwach. In einer Version ihrer Zeugenaussage hat sie gesagt, sie sei gegen 18 Uhr bei Rosemarie gewesen. In einer anderen habe sie sich nicht mehr genau erinnern können. Doch ist Erna Krüger körperlich in der Lage gewesen, Rosemarie zu erschlagen und anschließend zu erwürgen? Die Polizei ist damals davon ausgegangen, dass eine Frau nicht die nötige Kraft aufbringen kann, um ein Opfer mit der gleichen Statur zu strangulieren. Doch moderne Untersuchungen beweisen das Gegenteil. Angetrieben durch Wut wäre sie durchaus in der Lage gewesen, einen solchen Mord zu begehen. Polizeistatistiken zeigen jedoch, dass ein solches Tötungsdelikt für eine Frau untypisch sei, weswegen Erna als Täterin letzten Endes ausgeschlossen worden ist. Bis heute ist nicht bekannt, wer Rosemarie Nitribitt getötet hat.
Während die Öffentlichkeit Heinz-Christian Pohlmann der Tat bezichtigt, sind Skeptiker der Meinung, dass die Suche nach dem Täter auf das Frankfurter Rotlichtmilieu hätte ausgeweitet werden müssen. Ehemalige Freundinnen der Edelprostituierten haben Reportern und der Polizei erzählt, dass Rosemarie befürchtet habe, sich mit ihrer selbstständigen Art der Prostitution auf dünnes Eis zu begeben. In der Tat ist Rosemaries Selbstständigkeit nicht ungefährlich gewesen. Schließlich hat sie sich auch in Stadtteilen, die von Rotlichtchefs kontrolliert worden sind, auf Kundensuche begeben. Nach Zeugenaussagen habe Rosemarie sogar einmal Besuch von einem fremden Mann bekommen, möglicherweise einem Rotlichtboss. Vielleicht ist Rosemarie durch ihr selbstständiges Handeln in das Netz unbarmherziger Krimineller geraten, die nicht länger mit ansehen wollten, wie Rosemarie ihnen die wohlhabenden Kunden wegnimmt. Aus diesem Grund sind viele Menschen heute der Auffassung, dass Rosemaries Kontakte zu Verbrecherringen von der Polizei viel besser hätten untersucht werden müssen. Wie ich bereits erwähnt habe, sind bei den Ermittlungen viele schwerwiegende Fehler gemacht worden, die letztendlich dafür verantwortlich sind, dass der Mord nicht aufgeklärt werden konnte. So sind etwa 700 bis 6000 Aktenseiten spurlos verschwunden. Außerdem sind Verhöre, Nacht- und Nebelaktionen durchgeführt worden, um Reporter nicht aufzuschrecken und die gesellschaftlich angesehenen Verdächtigen nicht zu diskreditieren. Dies hat bis heute zu vielen Spekulationen geführt, die zum Vermächtnis von Rosemarie beigetragen und viele Autoren sowie Filmproduzenten dazu inspiriert haben, sich ihr eigenes Bild von dem Fall zu machen. Ein Jahr nach dem Mord, 1958, ist zum Beispiel der Roman Rosemarie, des deutschen Wunders liebstes Kind erschienen, in dem die Geschichte von Rosemarie nacherzählt worden ist. Kurz darauf hat sich der Kinofilm Das Mädchen Rosemarie mit der beliebten Schauspielerin Nadja Ziller in der Rolle des Mordopfers als ein regelrechter Kassenschlager entpuppt. Politiker haben versucht, die Veröffentlichung des Films zu verhindern, hatten jedoch keinen Erfolg. Doch Rosemaries Legende sollte nicht in den späten 50er Jahren enden, denn 1996, rund 40 Jahre nach dem Mord, ist ein gleichnamiges Remake als Fernsehfassung von Regisseur Bernd Eichinger mit der Stuttgarter Schauspielerin Nina Hoss in der Rolle der Rosemarie herausgekommen. Rosemarie Nitribitt hat die prüde Adenauer Gesellschaft der 50er Jahre entzweit. Einerseits ist sie von vielen jungen Frauen für ihr Selbstbewusstsein bewundert und von Männern begehrt worden. Andererseits haben engstirnige Vertreter nur den Kopf über sie schütteln können. Bis heute ist nicht bekannt, ob Rosemarie das Opfer berühmter Politiker oder möglicherweise eines skrupellosen Rotlichtbosses geworden ist. Die schlechte Ermittlungsarbeit der Polizei bestätigt meiner Meinung nach den Verdacht, dass hier jemand gedeckt werden sollte. Andererseits finde ich die These, dass Rosemarie sich im Rotlichtmilieu Feinde gemacht haben könnte, ebenso plausibel. Sie hat nie mit einem Zuhälter gearbeitet, sondern ist ihr eigener Chef gewesen, hat sich die reichsten Kunden von der Straße geholt und ein Leben in Luxus und Wohlstand geführt. Es ist denkbar, dass jemand sie aus diesen Gründen hat ausschalten wollen. Was denkt ihr über diesen Fall? Ist Rosemarie das Opfer eines eifersüchtigen Politikers oder einer einflussreichen Person geworden, der sie nicht mit anderen Männern hat teilen wollen? Hat jemand sich möglicherweise für eine Erpressung rächen wollen? Oder hat ein Rotlichtboss mit Rosemarie eine wichtige Konkurrentin aus dem Weg geräumt? Und was mich auch interessieren würde, glaubt ihr, dass Rosemaries Ableben den ersten Impuls für eine tolerantere Gesellschaft gegeben hat? Schreibt mir gerne Antworten zu diesen Fragen in die Kommentare. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar und oder Abo. Mit nur 2 Klicks und ein paar Tastaturanschlägen helft ihr dem Kanal ungemein und regt gleichzeitig den Algorithmus an, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.